Ja, Leute, da sind wir wieder bei The Clue und beim letzten Mal hatten wir hier unsere Beute verscheuert. Und ja, jetzt würde ich sagen, gucken wir uns mal nach einem neuen Zielobjekt um. Der Briggs, der will ja nichts mehr mit uns zu tun haben, weil er denkt, wir sind zu blöd, irgendwelche, ja, schwierigeren Sachen zu machen. Also würde ich sagen, gucken wir uns jetzt mal selbst nach irgendwas um, wo wir mit Geld machen könnten. Die Pink Villa, Old People's Home. Highgate Cemetery. Ja, den mache ich eigentlich immer am liebsten, weil es da die beste Beute gibt. Ja, komm, wir nehmen uns nochmal den Friedhof vor. Da das Grab von Karl Marx, das wollen wir dann auch ausrauben. Ja. Beobachten wir das mal. Polizeipatrouillen gar nicht mal so zahlreich. Im 51-Minuten-Takt. Also das sollte nicht das Problem sein. Cemetery Gate is closed. Haben wir uns einschließen lassen. Da steht's, Watchman walks his first round, also es gibt einen Wachmann, auf den wir aufpassen müssen, beziehungsweise um den wir uns kümmern müssen. Zweite Runde um 23 Uhr. Das ist halt schon ein bisschen anspruchsvoller auf jeden Fall. Dritte Runde um 2 Uhr nachts. Also wäre es ja eigentlich ideal, wenn man den Einbruch verüben würde zwischen seinen Runden. Katze pinkelt vor dem Grabstein, jawohl. Und die letzte Runde des Wachmanns um 5. Und je nachdem, wie lange man hier diese Investigation treibt, kriegt man einen Prozentwert für die Accuracy. Geile Tours. Ja, also idealerweise, wir haben jetzt 100%, weil ich lang genug gewartet habe jetzt hier. Und ja, idealerweise. Entschuldigung. Idealerweise hat man dann die 100%, dann weiß man Bescheid über die Runden der Wachleute und sonst sowas. How conspicuous, da sehen wir schon, 94%. Ja, das ist natürlich nicht gut. Guards 15%, neues Level auch relativ hoch. Aber geht. Okay. I've done enough thinking, finde ich auch so herrlich. Gut, dann würde ich sagen, ja, wir können ja nochmal zu den anderen Sachen fahren. Der Old Curiosity Shop. Ah ja, da müssen wir erst aufspähen, um uns das angucken zu können. Ja, zum Vergleich können wir uns den ja auch nochmal anschauen. Mittagspause um 12. Hier die Polizeipatrouillen im 46-Minuten-Takt, also auch nicht so häufig. Bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, aber ich glaube, so viel gab es hier jetzt nicht zu holen. Ich glaube, da ist der Friedhof um einiges lukrativer. Da kann ich jetzt auch nicht viel zu sagen zu der ganzen Investigation hier. Tut sich ja auch nicht wirklich was. Außer Police Patrols.
Wenn der Morgen angebrochen ist, dann gehen wir mal rein, weil wenn man reingeht, kann man dann ja schon mal sich da umschauen. Bin sogar der Meinung, es hat auch einen Einfluss, was heißt Einfluss, aber es ist nicht unbedingt gut, wenn man hier so lange rumsteht. Das macht einen, glaube ich, auch verdächtig. Hawkins Pick hier 76%, also auch nicht wirklich unauffällig. So, jetzt gehen wir mal rein. Da ist er, da kann man sich dann schon mal umgucken. Look. Window. Alarmsystem gibt es hier nicht. Doch, gibt's. Okay. Schützt die vier Sachen da. Cashbox. 150 Pfund finde ich auch geil, dass man da in die Kasse gucken kann. Geld. Obwohl, ich glaube, diesmal werde ich den Curiosity Shop hier überfallen. Im ersten Let's Play hat sich ja den Friedhof genommen. Und aber auch diese Sache mit dem Wachmann, dass der sich immer da. Keine Wachen, ja, dann nehmen wir, würde ich mal sagen, zur Abwechslung mal hier den Curiosity Shop. ja. Ich überlege gerade, was brauchen wir hier? Tür knacken. Alarmsystem ausschalten können wir selber. Da brauchen wir eigentlich auch wieder nur einen Fahrer. Ja, wie gesagt, letztes Mal hatte ich da Probleme. Normalerweise ist der Friedhof eigentlich nicht so das Problem, aber beim letzten Mal hat mich der Wachmann immer gesehen, obwohl ich da auch hinter Baum stand. Also, ja, weiß ich nicht. Und ja, zur Abwechslung machen wir jetzt mal den Curiosity Shop. Wir gehen jetzt erstmal hier zum Tool Shop und schauen, was wir da noch ergattern können, weil wir brauchen ja auch was, um das Alarmsystem außer Kraft zu setzen. Wie gesagt, Electronic Skill haben wir ja, also das können wir selber machen. Brechstange, Handschuhe haben wir, Axt und Hammer sind zu laut. Picklock haben wir da schon, also hier zum Schlösser knacken, weiß ich nicht. Kaufen wir einfach mal. Bohrmaschine. Ah, ich find's so herrlich. Rope Ladder, Lockbreaker, ja klar. Dietrich hier, Schlossbrecher, Leiter, Seilleiter. Nur Einbruchbedarf. Flex, ja. Battery. Ich bin jetzt ganz kurz am Überlegen. Ich glaube, man kann noch gar nicht. Alarmsystem kann man auch, glaube ich, noch gar nicht ausschalten, weil hier gibt es noch gar nicht das benötigte Tool. Wozu brauchen wir denn überhaupt die Battery? Weiß ich jetzt gar nicht. Zeig mal her, die Battery. Okay, wozu die jetzt gut ist, wissen wir jetzt trotzdem immer noch nicht. Wahrscheinlich dann für irgendwelche Elektronik-Sachen oder so. Logischerweise. Would you tell me something about? Genau. Genau, für einen Lötkolben können wir das benutzen. Richtig. Aber das haben sie ja hier jetzt auch nicht, wie es aussieht. Ja gut, dann würde ich sagen, oder können wir das Alarmsystem so ausschalten? Ich weiß es jetzt gar nicht, um ehrlich zu sein. Der geht jetzt erstmal hier in die Kneipe zum Komplizen anheuern und dann probieren wir das mal aus. Oder das hier die zweite Bar. Da liegt der Typ schon auf dem Tisch. Ich glaube, das habe ich das letzte Mal auch gesagt. Ach ja. So, schauen wir mal, wen wir hier haben. Miles Chicken Wing, das ist einer von der Polizei. Wenn du hier noch länger rumhängst, verhafte ich dich wegen Vagabunderei, jawohl. Thomas Smith ist der Barkeeper. Ich glaube,
glaube, aber den kann man sogar auch anheuern. Kellner und Student. What else do you mean by experience, ja? Darum finde ich sowieso so geil. Er fragt einfach, hast du Erfahrung? Ja, und spezifiziert gar nicht, was er meint, aber die meisten wissen komischerweise Bescheid. Also er jetzt nicht, aber, ne? Die Leute, die man typischerweise anheuern kann, die wissen dann immer gleich Bescheid. Robert Bull. Ja, vor allen Dingen, hallo Kumpel, falls du vorhast, ne, ein Ding zu drehen, dann ruf mich an, so. Hat man einfach angesprochen hier wegen Einbrüchen, alle sind Einbrecher in der Stadt, das finde ich echt immer so schön hier. Will damit nicht angeben, aber ich weiß eine ganze Menge über Autos und es gibt auch kein Elektrikproblem, was ich nicht lösen kann. Und kein Schloss, das ich nicht öffnen kann. Wie viel will der denn haben? 90% ist klar. Da brauche ich ja erst gar nicht. Brauchen wir erst gar nicht anfangen. Thomas Growl. Haben wir uns nicht neulich auf einer Party von Kronprinz Rüdiger in Monte Carlo getroffen? Ich glaube nicht. Kann man ihn natürlich jetzt hier noch fragen wegen den ganzen Sachen. Aber du weißt schon, Frauen trinken und diese kleinen Sachen zur Erfrischung. Tell me something about women. Okay, da geht's mal wieder hin und her. Autos, mit Autos kennt er sich aus und mit Kämpfen, das ist schon mal gar nicht so schlecht. Ob er schon mal Ärger mit der Polizei gehabt hat. 37% ist okay. Damit können wir arbeiten. Dann gehen wir mal ins Hotel zurück. Und ja. Versuchen da mal einen Plan zusammenzustellen. Den Thomas Growl nehmen wir. Und dann ja. Schauen wir mal. Edit Plan. Ja, richtig. Den Fahrer muss ich noch festlegen. So, Workout Plan. Machen wir wieder das meiste, wie es aussieht. Das ist aber normalerweise nicht so das Problem. Picklock, ja. Nehmen wir Picklock. Okay, können wir nicht. Okay, dann halt mit der Brechstange. So, jetzt müssen wir ganz kurz schauen, wegen dem Alarmsystem, ob wir das jetzt selber machen können ohne Werkzeuge oder nicht, weil da bin ich mir jetzt wie gesagt nicht sicher. So. Ja, ich glaube, das geht nämlich nicht, okay. Mit Escape kann man hier übrigens die Schritte rückgängig machen. Ja gut, da müssen wir doch den Friedhof erstmal machen, bis wir das entsprechende Tool im Werkzeugshop kaufen können. Weil sonst können wir das Alarmsystem nicht disablen und ich habe keine Lust hier die ganze Beute da zu lassen und nur die Cashbox auszurauben. Das wäre natürlich auch blöd, nur die Kasse damit zu nehmen. Ja, dann würde ich sagen, machen wir doch den Friedhof. Und er kann ja sogar auch kämpfen, hatte er, glaube ich, gesagt. Ja, dann kann er gleich da den Wachmann ausschalten am Friedhof. Aber das würde ich sagen, machen wir beim nächsten Mal, denn die Zeit ist schon wieder rum. Ich verabschiede mich erstmal. Danke fürs Zuschauen und bis denne.